Nö. Och Mann. Guck, ich grüße euch erstmal. Geht gleich los. Ich muss. Ich muss ja erstmal fix was machen, jetzt geht's sofort los. Ach Mann, für den Chatbot. Ich muss ja jeden Monat diesen Token hier. Was? Na, dann schickt mir den Scheiß doch in. Kommt das jetzt gerade rein? So. Was? Ja, mach doch einfach. Ja, mach. So, danke schön. So. Ist verbunden. So. Ja. Das wird jetzt gleich eine witzige Angelegenheit, Leute. Ja. Und du geh aus, du Scheiße. Ich hab auf den Knopf. Och Mensch, was denn nun schon wieder? Ja, das habe ich jetzt schon fertig. Hier brauchst du mir auch nicht mehr auf den Sack gehen. Scheiß Telefon. Ja. Okay, als allererstes natürlich. Kuckuck und da ist der wieder. Kann weiter, kann losgehen. So, jetzt müssen wir uns erstmal gucken hier. Es wird nämlich gerade gezankt. Ob Jahrkinder oder Kolonie, obwohl Freitag eigentlich immer festgehalten war, Jahrkinder. Ich weiß nicht, warum da auf einmal da was hinterher diskutiert werden muss. Das ist. Ich meine, ich fange auch nicht an hier, wo ich jetzt mit meinem Plan stehen habe, hier auf einmal irgendwann jetzt Odyssee zu machen, wenn ich Bock habe. So, 10 zu 7 Jahrkinder, das klingt natürlich nicht so. Ich fange jetzt an mit Abstimmung. So, ich grüße dich. Der erwachte Schläger, nix Kolonie. Jahrkinder. So, ich würde mich jetzt mal zu meinen Kameraden hier begeben im Discord. So, aber erstmal würde ich. Hier, wir gehen mal kurz auf Twitch. Wir schalten mal kurz Twitch hier an. Wo ist der Scheiß jetzt, Mensch? Verdammt doch mal. Das ist ja so ein hektischer Tag, das ist furchtbar. So, ich würde mein Tun. Ja, die Klappe. Es ist immer Mist, wenn man sich selber dazwischen quatscht. So eine Blamage! Was? So. Jetzt sag nicht, dass du unbedingt Kolonie spielen möchtest, Elias. Das halte ich für ein. Das würde ich für ein Gerücht halten. Weg online, hier. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Aber geht gleich los. Muss nochmal hier mein Tun bei Twitch verbreiten. Quatsch. Bei Discord, nicht bei Twitch. Ja, bei Twitch bin ich ja sowieso. So, dann machen wir mal das Ding hier runter. Dann machen wir das Ding hier hoch. So. Dann sind wir eigentlich so gut wie startklar. So. Okay. Na dann. Kuckuck. Kuckuck, check. Ich Kuckuck. begrüße den Danny, der hat sein Mikro aus. Den Dark Raider, alias Gesichtsdieb und Pilgrim. Mich nicht für lange, ich bin schnell wieder Das weg. hat er das letzte Mal auch schon gesagt. Und dann war er doch bis zum Schluss da. So grob wie Kill the King.
Stimmt, ja. So. Was ich auch sehr gut fand. Jo. So, ist die Runde jetzt schon gestartet oder? Ja. So, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir sofort da drauf. Ach, scheiße. Ich wollte doch, dass Spine schon gestartet und hier das Update geladen haben. Aber durch diese ganze Diskutiererei hier und so weiter. Scheiße. Wie gesagt, das ist egal. Ist doch so, ist egal, ob dort Magier sind oder nicht Magier sind. Es ist eigentlich immer eine klare Sache gewesen, ja. Das Match. Nee. Okay, komm. Odyssey nicht, aber Gothic Deathmatch anwenden. So, wie lange dauert das jetzt? Eine Minute. So. Es gab nämlich ein Update. Ich kann ja kurz mal reingucken für den Stream. Da sich das noch nicht durchgelesen hat, wo war der Changelog? Wo war das Ding? Das war da im Discord Changelog hier. So. Was Neuigkeiten. Es gibt nun eine aktive Map für jede Welt, Taste M. Man selbst wird angezeigt, das eigene Team wird angezeigt, unterstrich unter Level 3 weiß, über Level 3 in der Teamfarbe. Die Bosstiere werden angezeigt. Nach dem Tod verschwindet das Symbol und erscheint beim Spawn wieder. Die Könige werden angezeigt. Ob das wirklich gut ist, das muss ich noch rausstellen. Es wird nur der eigene König angezeigt. Okay, alles klar. Und ich höre den Chief. Ich grüße den Chief hier im Discord. Grüße zurück. So. Die Wasserfaust und der Feuerball, die Plätze getauscht. Schaden, Kosten, Preis. So, da wir ja da keine Magie haben, interessiert mich das gerade herzlich wenig. Jo, aber für die Leute, die es interessiert, könnt ihr euch freuen. Hoffe ich mal. Die Banditenrüstungen in Jakenda wurden verändert, um Verwechslungen zu vermeiden. Da bin ich mal gespannt. Rabesrüstung, schwere Garderüstung, mittlere Rüstung. Endrüstungen verbessert um 10 Punkte. Wird nächstes Mal wieder verändert. Kaufbare Rüstungen. Schutz vor Pfeilen 160. Bossrüstungen, Schutz vor Pfeilen 170. So, jetzt höre ich dir zu. Und jetzt komme ich auch gleich auf den Server. Ja, okay. Was denn nun anwenden? Habe ich doch gesagt. Wir haben einen Dandolo in der Runde. Wer ist denn Dandolo? Ein Spieler. Nein! Allerdings ist er bei den Banditen. Wo seid ihr jetzt eigentlich alle? Ich bin bei den Piraten, aber bei den Piraten herrscht gerade Überbevölkerung. 9 Piraten gegen 6 Banditen zurzeit. Wo sind die anderen? Ich bin bei den Banditen. Aber wie gesagt, ich werde nicht dauerhaft bleiben. Ich würde schon ganz gerne mit zu den Piraten gehen, zum Gesichtsdieb. Ah, Kaffee ist da. Wo ist denn der Chief? Piraten. Verdammt, will ich auch Piraten. Klar. Ja, aber wenn Überbevölkerung herrscht. Wenn du Bandit bist, werde ich auch Bandit. Ja. Ich weiß nicht, ob das vorher schon nicht da ausgegrenzt werde bei den Piraten, wenn ich jetzt sage, ja, am Anfang, ob da der das schon greift, dass da zu viel sind, oder dann später erst. Dandolo aus Odyssey. Nein. Die Magier sind immer nur die beste Typen. Weiß. Der Maya. Was ist das für ein Dialekt? Elias, der Trommel wollte locken, der Brett wollte hin. So, ja, bringt das Ding schon wieder? Nö. Ja, gerade eine Runde Risen aufgenommen, weil ich bin halt wieder spät rein.
Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und ins Bett heimkommt, dann auch die Aufnahmen und halt dann jetzt hier. Jetzt bist du ja da. Alles gut. Jo, 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 jo. So, Login. Wie heißt er? Oh. Jak XP. Ja, genau. Jackendar. Classic Deathmatch. Ja, Odyssey Deathmatch. Odyssey Deathmatch machen wir morgen wieder. Freue ich mich so tierisch drauf. Ich würde am liebsten jetzt sofort weitermachen mit Odyssey, anstatt hier. Jo, was denn nun? Piraten oder Banditen? Komm zu den Piraten. Piraten. Komm zu mir. Ich gehe jetzt erstmal zu den Piraten. Fertig. Check, drück mal auf M. Moment, ich muss erstmal ins Spiel reinkommen. Darf ich Oh das? lol, das ist eine Karte. Seit wann gibt's die denn? Das habe ich gerade vorgelesen in Changelog. Extra dafür. Über Level 3 weiß, über Level 3 rot. Warte mal. Gibt es auch eine Legende dazu? Die Legende gibt es erst auf dem Discord, aber später wird sie hier auch hinzugefügt als Dokument. So, das ist natürlich absoluter Bullshit. Wir müssen uns jetzt beschweren und jeden, der dafür niedermachen, der das gemacht hat, ohne eine Legende. Nee, Die Karten sind, ist die Karte ist voll natürlich praktisch, nur sehr schön. Spaß. Ja, sehr schön, freut mich. So, war natürlich Käse, was ich gerade erzählt habe. Ist natürlich nur Spaß. Ja. Es ist immer schön, wenn aktiv an dem Server gearbeitet wird. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Ja. Ich würde natürlich wieder hier schießen machen. Ich bin nur auf die Banditenrüstung gespannt, wie die aussehen. Geh doch mal auf Nahkampf. Check, warte mal. Ich täte nicht raten, auf Schütze zu Immer gehen. willst du schießen. Warum? Durch das Update ist Schütze jetzt zu schwach. Kapiert? Mate of Hate, ja moi, ich grüße dich, mein Freund. Was, du hast dich lange nicht gemeldet die Woche. Ja, lange nicht gemeldet die Woche. Ich grüße dich ebenso, Mate. So, Mate, morgen wieder Odyssey. Du hast viel verpasst. Scheiß Ratte. Du warst ja am Dienstag und Mittwoch, Montag, Dienstag, habe ich zumindest nichts von dir gelesen. Da müsste ich heute mal für dich versuchen mit dem Einhand. Bloß der Einhand, das ist wieder scheiße. Weil der Zweihänder Einhand. Ist länger, aber der Einhänder, der Zweihänder ist schneller. Oh. Ja, ich war ein wenig beschäftigt. Ja, ich wirklich beschädigt geschrieben. Jack, hast du Gelesen. die Karte jetzt schon mal aufgehabt? Ja. Warte. Ich kann es ja dann nochmal auch nochmal. Ich kann nochmal aufmachen für den Stream hier, dass ihr das mal seht. Wer jetzt den Stream sieht. Ja. Oben Hier ist es auch dabei. die weißen Und das bei Ka die uns. weißen Punkte oder Karos oder was es da oben ist, sind meine Kameraden, haben wir gerade von Pilgrim gehört. Und unten Unter Level die. 3 sind sie weiß und über Level 3 werden sie dann. Genau, genauso sieht's aus. So, dann haben wir hier unten diese die Vierecke. Das sind die Fokussteine, oder? Die Fokusmonster. Das Ja. sind Rechtecke. Was? Die Vierecke. Ja, Vierecke sind Viereck auch. ist ein Überbegriff schon, aber. Also so genau wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, wir sind nicht in der Schule. Ja, und die anderen Zeichen da, diese, ich kann gerade nicht deuten, was es genau Das sind darstellen soll. Tatzen. Ja, vielleicht breit gezogene Tatzen, ja. Sind die Gegner hier wieder, Troll und sowas, die Items dabei haben. Ja. Und da die blauen Teleporter, da die blaue sind, denke ich mal, dass die Teleporter aktiv sind. Wenn nicht, dann Nein, verlasse ich sind sie sofort das nicht. Spiel. Oh, Sie dann muss ich sind nicht gehen. aktiv. Die sind automatisch auf der Karte. Ich weiß. Jo. Und ich renne hier schon wieder rum wie so ein falscher 50er. Weil alle Tiere tot sind, die ich mir eventuell hätte holen können. Freshtalg. Liffo.
Da laufen mir auch zu viel Kameraden rum. Nee. Zu viele. Guck mal, der fährt hier rum. Der Aski, der fährt hier über die Karte. Der ist fast tot. Wie war das eigentlich mit der Strafe für den Teamkiller? Hat die doch irgendwas gelesen. Also bei COD WW2, da wird man nach 3 Teamkills wird man von der Karte geschmissen. Alle Viecher sind tot. Ja, das ist gerade ein mittelschweres Problem. Ein moderates Problem. Kaffee, Lern, Stärke. Da hat wohl jemand was vergessen hinzuschreiben. Da hat jemand den Slash vergessen. Perfekt, auf 500 Level. Bin ich Level 3. Ich verdächtige Kaffee. Kaffee, Grüße gehen raus. Ist er nicht bei uns hier mit dem Discord? Wie lange dauert das, bis die Scavenger wieder aufstehen? Oh, Askil hat uns verraten. Pilgrim? Ja. Wie lange dauerte das mit den Scavengern? Keine Ahnung, hab ich noch nie drauf geachtet. Okay. Und die Mollerats? Ui! Och, die Karte finde ich aber schon interessant zum sehen, wer wo am Farmen ist. Lass mir wenigstens noch einen hier, komm. Hau doch zu! Habe ich jetzt wieder die Scheiße mit dem Fix Me oder? Ich kann immer nur noch empfehlen, Fix Me vorher einmal zu machen. Was ist das denn für ein Scheißspiel? Fix Me. Ach, alle Viecher tot. Da sind noch ein paar Mole Rats oben am Turm. Wir trinken Bier, was trinken die anderen? Saft. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier oben meinen angelutschten Mollerat jemand geholt hat. Nee, das ist noch da. Hau bloß ab, der gehört mir. Dankeschön. Was, wie viel brauche ich? 200 für. Was kam die erste Rüstung? 200, oder? 200, ja. Ach, scheiße, das sind so viele. Das ist scheiße, wenn nur einer kräht und alle kommen dann trotzdem angerannt. Den ganzen Haufen schaffe ich nicht auf einmal. Fresh Talk halt, ja. Aber etwas fehlt auf der Karte noch. Die Gegner. Ja. Al Bundy, jawohl, Al Bundy vor allen Dingen. Also wenn Al Bundy mitspielt, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Oh. Das ist ein neuer Spieler. Weil Al Bundy ist langsam und alt. So wie du. Wir hätten lieber Kelly Bundy schicken sollen, aber die ist inzwischen auch alt. Hm.
So alt wie El Bandi bin ich noch nicht, also. Ich dachte, das war ein Scherz im Discord. Schwarzer Körper, weißer Kopf. Gerade jemand vor mir vorbeigerannt. Also wenn ich mir so die Spielerliste angucke, ich würde auf das Ergebnis wetten. Was? Wenn man sich mal die Spielerliste anguckt, kann man eigentlich jetzt schon drauf wetten, welches Lager gewinnt. Banditen mal wieder. Er hüpft wirklich so lange zurück, bis ich hier den nicht mehr. Bis die anderen da sind von den Viechern. Na gut, dann machen wir heute mal Stärke. Lernen. Das wird wieder eine Nummer. Lernen, Stärke. Deine Stärke ist um 20% gestiegen. Oh, du gehst auf Einhand. Ja, weil, hey. Vorsicht, Schläger. Perfekt. Das petzt sich der Lava. Damit kannst du perfekt als Köder fungieren. Och, so. Na, wenn Fernkampf so schwach sein soll, jetzt hier, wie der Pilgrim gesagt hat. Es sei denn, er wollte mich nur hier ein bisschen verkohlen. Aber das glaube ich, aber zu das stark. Glaube ich auch nicht. Und da Fernkampf auch vorher nicht wirklich so overpowered war wie früher. Und die Rüstung stärker gemacht haben, kann das schon sein, dass man halt als Fernkämpfer kaum noch Schaden macht. Aber wir wollten doch einen Shooter hier draus machen, habe ich gehört. Gott, nein. Naja, Fernkampf ganz abschaffen, dann wäre auch wieder okay. Tja, Kollege. So. Ich würde ihm den jetzt leisen, der hat ihn für mich geleisen, okay. Ich könnte mir eine Rüstung kaufen gehen. Sans. Dani zu dem LP ist dem Deathmatch-Server beigetreten. Kuckuck, Dani. Du kannst auch mit uns reden, wir beißen nicht. Wir gackern nur. Elf versus 8. Was? 11 Piraten oder was? Weiß ich nicht. Du hast was? Du darfst nicht gehen, wir ketten dich fest. Na dann, Pilgrim. Na dann, Pilgrim. Schönen Abend noch. Danke. Und einen schönen ersten Advent. Tschö. Der ist in 2 Tagen. Ja und? Was für einer und? Keiner und.
Deswegen war ich mir nicht doch einen schönen guten ersten Advent wünschen dürfen, oder etwa nicht? Da war es viel zu früh. Junge. Oder gerade lest du jemanden zu Geburtstag auch 2 Monate vorher? Das ist doch was ganz anderes. Es ist nicht, es ist beides eine Gratulation. Wenn ich heute sage im Laden schönes Wochenende, es ist noch nicht Wochenende. Ist ja, erst doch. Morgen. Nein! Heute ist Werktag, heute wie ist sieht mit... Was? Das zählt nicht zu Wochenende. Mit den Wünschen für das neue Jahr aus. Dürfen wir laut Chief nicht mehr. Das müssen wir erst machen, wenn der 1. Januar ist. Ah. Ja, lad mal wirklich was. Die töten mich jetzt. Die haben mich getötet. Fern. Arno Dübel. Ja. Darf ich mir nochmal hier? Nö. Nee, ich will auch so eine Rüstung. Warte mal, was liegt denn hier alles rum? Matrosenkleidung brauchen wir keine kaufen, dankeschön. Ja, was kaufen wir uns jetzt? Was hatten wir? Was hatte ich immer als Einhänder gekauft? Den Degen war das, oder? Der Waffenpirat. Folteraxt. Jedes Langschwert, Meisterdegen. Dolch, Kurzschwert. Paladin-Schwert. 60 Stärke. Schwert. Ne, wir nehmen noch nichts mit. Wir kommen erstmal mit dem Ast aus. Wenn wir mal anlegen würden. Arno Dübel hat Schreck getötet. Der spinnt ja wohl. Immer noch erkältet. Kennst du Arno Dübel, Jack? Nö. Das ist der, warte mal. Na? Also der Typ hat, glaube ich, letztens 30 Jahre Arbeitslosigkeit gefeiert. Okay. Nicht jetzt ohne Spaß. Der Typ ist stolz, dass er keine Arbeit hat. Das ist interessant, dass man das feiern muss. Der hat keinen Bock auf Urlaub, der hat keinen Bock auf Arbeit, der hat auf gar nichts Bock, der will nur zu Hause bleiben. Richtig so, in Ruhe zocken den ganzen Tag. Nö, der zockt nicht, der schaut nur Fernsehen. Aber warum zockt er denn hier mit? Achso, ja. Er zockt den ganzen Tag, guckt den ganzen Tag nur Fernsehen, am Ende auch noch RTL. Da wundert mich nicht nichts mehr. Der war sogar am Fernsehen. Bei RTL. Aber ja, echt. Läuft mir so ein Kaffee ins Bild. Du musst die Tasse drunter halten. Ja. Kaffee, bitte lass mir die Viecher hier vorne, danke. Ich werde von einem wütenden Kaffee mit gezogenem Schwert verfolgt. Warum? Was hast du getan? Keine Ahnung, was er hat. Hast du ihn beleidigt? Nee. Sein Kill geklaut. Er hat es wirklich getan. Kaffee. Komm du mir nochmal vor die Nase. Na komm her. Kaffee. Oh, ein Frechdachs. Oh, ein verdammter Rotzlöffel. Alter. Hier ist eine bewusste Wahrheit. La. Wie lange sind wir jetzt in der Hinsen? Ah, ich kann hier vorgehen. Ich bin noch nicht im PvP. Ich habe noch Narrenschutz. Endlich Level 1.
Die Viecher machen alle irgendwie so einen ganz ruhigen Eindruck. Oh, scheiße. Ich glaube nicht, dass ich von einem Varan gewachsen bin. Ist auch nicht. Aber die Fangheuschrecke hat es dafür erlebt. Von dem Varan fernhalten. Zumindest noch. So. So, jetzt auf Stärke gehen. Ui. Ist das Fressstock? Das sieht so aus. Fressstock hat auch den Lästerkopf. Das Lästermaul. Lästerschwein oder Schwesterlein. Das Jesus war ein guter Mann. Na, wie viel lasst ihr mir hier, bis ihr mich umhaut? Oh. Geht mir von der Nudel weg. Stark genommen. 20 Lärm. Jack, gibt's in Bautzen auch einen Weihnachtsmarkt? Ja. Und wie ist er? Leider. Keine Ahnung. Nervig. Ist das scheiße? Ja, weil er im Weg steht. Oh, die greift schon den Troll an, heilige Scheiße. Weil man dann in der Stadt keine Bockplätze mehr kriegt. Zum Kotzen. Bautzen ist Bleide, gell? Erzähl doch nicht so ein Reis. Die habe ich aber nackig gemacht. Immer noch nicht. Wer ist denn das hier vor mir? Ja, wer ist überhaupt noch da? Achso. Dani, warum redest du nicht mit uns? Hast du Angst vor uns? Du blöder Goblin, komm her. Links, rechts, links. Ich will den Dandolo platt machen. Bitteschön. Tu dir keinen Zwang an. Ich bin gleich im PvP, verdammte Scheiße, noch 5 Punkte. Am besten ich bleibe hier stehen. Du bist doch keine Level 3, heilige Scheiße. Ich bin zu schüchtern. Das bin ich auch. Chief, du weißt selber, wie das hier ist. Du kommst irgendwo hin, nur noch tote Viecher. Ja. Und wenn, dann ist auch nichts.
dann ist man mit dem allerersten Level, mit der allerersten Stufe, wo man nichts hat, nur noch auf die Grüppchen mit hier 10 Viechern angewiesen. Und dass man die nicht schafft, das ist eigentlich klar. Die Frage ist, wer ist schuld? Klar. Ich habe die Viecher nicht hingesetzt. Ich nominiere Ramon. Sagen Arn und Übel ist schuld. Der Name Ramon ist auch wie so dieser. Ich hatte jetzt hier bei meinem Baphometsfluch 5 eine Typ, der heißt auch auf einmal Ramon. Da dachte ich jetzt auch, oh ne. No Piranha, no Party oder wie? Hä? Ja, also Jack, jetzt bist du Level 3. Halleluja. Ja, dafür wurde ich vom Wolf totgebissen. Der hat das gewusst. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Die greifen schon den Dämonwolf an, Alter. Ja, nachdem sie den Troll schon platt gemacht haben, ne? Die werden diese Runde wieder gewinnen. Ich habe beim Strand rechts vom Piraten nun zweimal die Mola-Ratzen-Scaries getötet. Die Lurker sind immer noch du tot. Mieser Hund. Manu, ich grüße dich. Ich würde dir gern in den schönen ersten Advent wünschen am Sonntag, aber darf ich nicht. Wurde mir gerade untersagt hier im Chat. Also hier im Discord. Von der SCD-Regierung. Da kann er nichts machen. Volles Pfund aufs Maul. Weil das ist SED. Schief erklärt das. Genau. Das meint er damit. Wenn er jetzt andere Sachen gedacht hat. Da kommt 30 Jahre zu spät. Ja, so ich führe die Partei mit eiserner Faust. Meister, sprich zu mir! Was hast denn du? Schief erklärt als. Ja. Was Dummeres ist mir jetzt nicht eingefallen. Ist auch richtig so. Weil ich muss mich hier konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren, hier Viecher zu schlachten. Weil Viecher schlachten ist einfach. Andere Spieler ist schwer. Richtig. Wie viele Kröten habe ich jetzt hier? Verdammt. Ich will wieder einen Bogen haben. Ich sollte mich nicht so weit vorwagen hier. Du blöde Sau, du hast mich erst tot gebissen. Puh, Level 7. Level 7 bist du erst. Jawohl. Jo. Machen wir. Ich bin mal gespannt, ob nachher bei Kill the King noch mehr Leute heute mal da sein werden. Wo sind denn meine ganzen Kameraden? Wir gucken mal. So, auf einmal sind sie alle blutrot. Je roter, desto toter. Cool finde ich, dass man auch, wenn die Map offen ist, dass man auch weiterlaufen kann. Wie, wenn die Map offen ist?
wenn man die Map offen macht und dann halt wieder seine Lauftasten drückt, dann läuft man halt weiter. Oder wieder los. Das gefällt mir bei Risen. Du hast für die Map kleiner daneben. So dass du sogar was siehst, wenn du die Map offen hast und läufst. Ja. Navigation nur nach Map. Schief heißt das für dich. Was? Meister Schief, ach so. Schief ist auch nicht mein Meister. Natürlich bin ich das. Elias, das darfst du dem nicht erzählen, sonst glaubt er das wirklich irgendwann. Das ist eine Tatsache. Elias ist mein Minister. Den Minister? Der Varan wird mich bestimmt jetzt hier nicht totbeißen. Habe ich den noch gekriegt? Alarm! Tja, du dreckiger Bandit, der Varan war eher als du. Ach Mensch, ich vermisse Domian. Wie, du vermisst Domian? Was ist denn? Ich liebe seine Sendung. Warte mal, was habe ich hier? Piratenkleidung, was liegt hier rum? Piratenkleidung, was liegt hier rum? Piratenrüstung. Danke, ich hoffe, hier hat niemand in die Rüstung gemacht. Nehmen wir die einfach mal mit. So, wir nehmen auch noch was anderes mit. Was ist denn hier? Leichter Zweihänder, was liegt hier noch? Schwerer Zweihänder. Du kannst mir aber Waffenpirat. Du kannst mir aber schon mal für 1000 Kröten hier El Bastardo mitgeben. Kann ich zwar noch nicht tragen, aber bald. Ja, Meister. Habt ihr denn schon wenigstens alle geschmückt? Was denn geschmückt? Haare. Nur für Weihnachten. Noch nicht. Mach ich am Sonntag. Am Sonntag? Was ist denn am Sonntag? Ist da was Besonderes? Oh nee. Da fängt man an, sein Haus abzufackeln. Richtig. Mit einer Kerze. Da fängt man an, sein Haus abzufackeln. Und wann hört man wieder auf? Ich weiß, wenn das Haus weg ist. Nächstes Jahr. Überleg dir, wir haben fast wieder schon wieder das Jahr rum. Das hat ja gerade erst angefangen. Ja, die Zeit vergeht immer viel zu schnell. Es ist schon fast 8:45. Vielleicht 8:45. Ich habe es auch, ja, wie schon mal gesagt, vor kurzem erst wieder so Musik gehört, die ich dann 2004/2005 so richtig, eigentlich auch heute noch richtig geil finde, was damals auch neu war. Überleg, das ist schon wieder 15 Jahre her. Die Doofen. Ach Quatsch. Da kennt sich ja noch nicht aus, die Doofen sind von den 1990ern. Das ist die 90er selber, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Wo sind die ganzen Jahre geblieben? 20 Jahre, der eine oder andere hier, der ist noch nicht mal so alt. Oder was sagst du dazu, Schief? Das ist Hetze. Das ist Hetze. Wo? Na, hier im Discord machen wir Hetze. Blöde Frage. Dafür gibt's Straflager. Das hatte ich mir anders vorgestellt. So, was mit Straflagern fangen wir jetzt gar nicht an. Scheiß Orks.
Du mieser Hund. Hätte nicht gedacht, dass der mich mit zwei Schlägen umhaut. Wo ist er hin? Hier. So, wie viel brauchen wir noch? Ja. Ja, ich glaube, der Wolf da unten gleich, der wird mich aufessen. Blöder Köter. So ein dämlicher Macher. Aber einen habe ich noch. Komm, steh auf. Lärm. Jetzt soll ich hinschreiben, Lärmpirat. Muss auch gelernt werden. Pirat sein muss gelernt werden. Das war, wenn man mit dir vom WM Richtung den Kerl rennt, wo auch Teleporterstein ist. Aber das kleine Typ hat einen Namen, Elias. Eremit. Und das ist der Punkt, wo man jetzt die Leute nicht mehr antrifft. Wie viel habe ich jetzt? 3? 2? Ach, der liegt ja wohl nicht hier. Sehr schön, Stufe 10. Jetzt erst. Guck mal mich an, ich bin schon Stufe 5. Dir gebührt mein Respekt. So. Lernen. Okay. So, El Bastardo hängt am Gürtel. Was hängt denn hier, rum? Schwere Piratenrüstung. Kann sein, dass Askil vor unserem Lager ist an dem See. Kommst du darauf? Weil der mich gerade abschießt oder so? Oder irgendwer hat. Was wollte ich jetzt machen? Lärmeinheit. Irgendwas wieder falsch geschrieben. Lärm. Ja, Askil ist da runter Richtung Canyon. Schief! Ich muss kurz zum Lehrer. Arno. Perfekt, und ich Max. Okay, schief ist nicht mehr, schief ist jetzt Max. Hallo Max. Hallo, grüße dich. Günther. Nee, hey, du hast gerade gesagt, du bist Max. Helmut, denn ich nicht jetzt. Ich habe nicht gesagt, dass ich Helmut bin, aber du hast gesagt, dass du jetzt Max bist. Aber alle gehört ist im Stream festgehalten. Da kannst du dich jetzt nicht mehr rausrennen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Gekonnt ist eben gekonnt.
Ach, ich habe vergessen, hier bei Magier mir Heilung zu holen. Bei dem Heilungstypen da. So für Finnef. Hier ist schon wieder alles tot. Ich glaube mal nicht, dass ich einen Razor schaffe, geschweige denn zwei. Doch. Der Gesichtsdieb. Ja. Bleib stehen, gib mir mein Gesicht wieder. Ich bin immer noch dabei, mir ein neues zu klauen, aber das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du musst mal The Walking Dead gucken, die neuen Staffeln. Da siehst du, wie man sich Gesichter klaut. Ah, ich dachte jetzt... Eher so an Game of Thrones. Dort auch. Ja. Das Problem ist, wenn ich jetzt da oben mit reinkomme, bin ich des Todes, weil ich habe nur noch einen halben Millimeter Energie. Ich hätte ja gesagt, bitte gib mir jemand einen Heiltrank oder zwei oder drei. Hier, nimm. Aber gib mir den Rest wieder. Warte, hier hinten. Warte, dankeschön. Nimm. 1, 2, 3 brauche ich. So. So, jetzt brauche ich noch einen vierten. So. Ich habe dir 20 gegeben, die kannst du behalten. Die habe ich jetzt mit dem Schiff hingeschmissen. Das musst du hinterher. Ach du Scheiße. Scheiße. Trotzdem danke. Okay. Soll der Schief dir 20 traden? Nee. Ui. Dann gib mir meine Heiltränke wieder. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los hier. Gib mir meine Geschenke wieder. Er hat mir meine Geschenke geklaut. Hä? Was hab ich? Warum da jetzt her? Mir wurden gerade 20 Heiltränke geschenkt. Die habe ich dir mit dem ganzen Batzen einfach mit, weil die Info zu spät kam. Du solltest mir die wiedergeben, die 20. Und das ja, wolltest jetzt du. So, und damit sage ich, du hast mir meine Geschenke geklaut hier kurz vor Weihnachten. Das finde ich nicht unbedingt sehr schön. Tja. Wir bei der SED müssen eben teilen. Du bei der SED. Ich brauchte die Heiltränke dringender als du. Ach so, du hast eine starke Rüstung und alles, aber du brauchst die Heiltränke dringender als ich, ist klar. Jack, du bist ein Bauer, ich bin in der Partei, also. Ich bin dreckiger Pirat. Richtig, du bist ein scheiß Malocher. Die Wüstenratten sind hier immer noch tot, klasse. Wo bist du, Jack? Ich komme gerade in den Canyon gelaufen, warum auch immer ich das mache, ich weiß es nicht.
Ich muss ja noch Gold sammeln für die Rüstung, für die stärkste. Diesmal darf ich ja wirklich die stärkste tragen. Für 6852 Kröten. 6400. Dankeschön, Kaffee. Zweitausendvierhundert brauche ich noch. Achtung, Banditen im Canyon. Ich komme. Die kommen gerade von der Steinbrücke runter, Richtung Tempel. Wie viele Zigeuner? Ich habe zwei gesehen, einer mit Fernkampf. Einer davon durfte Fressstock sein. Fressstock mit Fernkampf? Nein. Die kommen auch von unserer Richtung oben runter. Einer hat mich gerade hier langgelegt. Wo bist du gestorben? Unter der Brücke? Nein, auf dem Weg zurück ins Lager. Im Canyon aber noch unten. Ach so. Okay, ich bin dran. Also mit denen von der Steinbrücke und den beiden, die gerade gekommen sind, dürften es vier sein. Lernstein. Quatsch. Xaradas, das ist doch Snoke. Ich sehe die Zigeuner nicht. Die haben den Lord, ja und? Und wurde der jetzt rübergespornt, Malocher? Ja. Verräter. Der stand gerade in Piratenrüstung hier vor mir, der Xaradas. Auf einmal steht er da, Xaradas kämpft für die Banditen. Vor allem, kämpft nun für das Banditen. Fehlt nur das Wort Pack hinter. Ja. Haskell und Schreck und die Bande, die rennen jetzt Canyon hoch Richtung unserem Lager. Ich jag grad einen Zigeuner. Zigeuner, ich muss doch mal wirklich so schreiben hier. Zigeunerlager und Piratenlager. Wir haben entweder alle. Na, die haben alle Speedtränke. Also da kann man nicht weglaufen. So, wir gucken mal. Bei 75 ist heute Sense. Ist halt Schicht im Schacht. Dann gehe ich jetzt mal lieber nicht vor das Lager. Ich bleib mal lieber hier draußen. Geh mal lieber leveln. Ja, yep. Mach ich auch. Ah, shit. Gut, hier unten war schon jemand. Scheiße, die ganze Armada. Überall Zigeuner. Haut doch mal ab hier. Die wollen uns beklauen. Was wollen die denn klauen? Uns. Ach so. Ja, und ich kann doch niemals hier rausschießen. Schieß direkt in den Boden, ey.
Na. Na, wer wird denn? Was ist denn mit dem Niveau los? Der Scheiß doch ohne Ende. Nichts wollen gut, Niveau. Jo, was stellt denn jetzt ein Varan mit mir an? Oh, weia. Brauch noch 500 Kröten, scheiße. Ich bin ein alter Mann und kann mir nicht mehr jedes Gesicht merken. So sieht's aus. Alter, die Zigeuner sind immer noch da. Okay. Ich denke, durfte dann gleich tot sein. Und wenn ich im Lager zurück bin, hole ich mir meine Rüssi. Na? So, machen wir erstmal hier. Und 20. Ja, wie viel habe ich jetzt? Einhand 50. Ja. Oh, Dankeschön. Wir verlieren mal wieder so krass heftig. Wir haben ja 1400. Ja, rennt denen nicht alleine entgegen, Schief. Ich renne nicht alleine. Ich renne mit so einem anderen Kollegen. Ja, mit dem anderen Kollegen alleine. 2 gegen 2. Ach, wer ist denn jetzt wo im Team, ey? Ach du Scheiße. Al Bundy ist tot. Also mir fehlen noch Haircheck. Ja, mir fehlen noch drei. Ja, da vorne, mir fehlen aber noch 3 Level. Ich habe noch keinen Meister bei Einhand. Scheiße. Hat sich wenigstens jemand den Fressstoff geholt? Nein, der Penner hat... Ach, scheiße. War ja klar, dass ich erstelle. Warum hast du nicht draufgehauen? Du standst da direkt daneben. Ich hab draufgehauen, dann ist zurückgewichen. Du weißt halt, dieser Bug, wenn man zurückgeht, dass man keinen Schaden abkriegt. Ich meine, hat Fressstoff ausgenutzt. Ja, als er auf mich eingeschlagen hat. Dieser Bug beim Rückwärtsgehen nennt sich Blocken. Und das mit dem Rückwärtsgehen sollte entfernt werden.
das ist kein Bug. Das ist einfach so im Spiel drin. Ja, okay, das stimmt, aber das ist scheiße. Also blocken ist scheiße. Nein, wenn man nach hinten läuft. Und dann gleichzeitig blockt. Ach du Scheiße, es kommt mir die Arme. Ich glaube, nein, verdammt, aber den habe ich. Oh, ich bin gerade so schlecht. Ach Quatsch. Jetzt müsste ich aber die Meister an hier haben. Sofern ich auch das Schwert anziehen würde. Alter, die meisten sind im Canyon. Also die Kommunikation im Team ist wirklich überragend. Ja, wenn bei uns die Hälfte der Hälfte Truppen nicht im Discord ist, was sollen wir denn machen? Bei denen ist auch nur Fresh Doctor. Ja, aber bei den anderen... Discord. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, wo die anderen sich treffen. Chatten miteinander. Jack, da sind die. Also ich laufe hier gerade mit Dalan El Bandi und Arno Dübel in den Canyon, in die Canyon-Höhle. Wahrscheinlich rüber zu den Banditen. Ich meine, was soll ich gegen drei, wenn drei Leute mit gezogenen Zweiern auf mich losrennen? Was soll ich denn machen? Weglaufen. Ja, habe ich versucht. Ja. Die haben immer noch genug Zeit, sich im Speedtrank reinzuschieben. Und während du dich umdrehst, sind sie schon vor dir. Nee, keine Chance. Ich würde gern rausgehen und ein bisschen leveln noch. Oh. Alter, wir haben keine Chance. Irgendjemand schießt doch noch zusätzlich auf mich. Leck mich. Das Spiel ist perfekt. Nicht. Für Boros. Mensch, die anderen drei Kollegen machen sich auf zum Sumpf. Mensch, sieben, ich grüße dich. Uns nicht. Ja, das ist eben, wenn sich die Truppe immer hier auseinanderteilt. Das ist eben das Scheiße. Richtig, und die bleiben immer zusammen. Das ist ihr Wort rein. Ein Lager zu belagern, in dem noch Spieler am Leveln sind, ist einfach unfair. Ach, Sumpflager sind die jetzt abkauen oder was? Wie Sumpflager in Jagendor? Ja, natürlich. Das Banditenlager liegt doch im Sumpf. Sind abgehauen. Ups. Hey. Hör auf. Von Versehen nicht. Hör auf. Dich rächen zu wollen, dass ich dich aus Versehen geschlagen habe. Ich wollte mich gar nicht rächen. Ach so. Du wolltest mir nur. Ach Scheiße. Ach. Ja, aber was wollen wir zu dritt hier machen gegen die Gemeinde? Wir haben keine Chance. Weg hier. Ja. Ich weiß nicht, wo der Rest unserer Truppe ist. Wir sind gerade zu dritt Sumpf. Da irgendwo im Sumpf. Was eigentlich keinen Sinn macht. Richtig. So,
Guck ihn die an, wir haben keine Chance. Keine Ahnung, was die vorhaben. Komm ruhig mit. Guck sie dir an, wir haben keine Chance. Du schlägst den dazu. Ja, wieso schlagen die denn so schnell, Mensch? Oh, Scheiße. Das ist schon wieder. Die schlagen zack, 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 zack. Und ich drück auch. Was habt ihr eigentlich vor? Banditen am Sumpflager. Nee, Banditenlager ist gleich Sumpflager. Das ist doch im Sumpf. Hängt jetzt immer noch hier draußen. Ich gehe nie wieder zu den Piraten. Das Loser-Team. Schau mal links. Naja, wenn die anderen aus dem Banditenlager nächstes Mal im Piratenlager alle gehen, dann wirst du mit den Banditen genauso viel Erfolg haben wie hier. Ja, wahrscheinlich. Wenn man sich mal, also... Ich glaube, das liegt an den Schrecks. Ich joine dem Sumpflager. Das liegt auch mit an den Schrecks. Elender Verräter. Aber wenn man sich mal die Namen anguckt, wer in welchem Lager kämpft, kann man das schon irgendwie einschätzen. Wie gesagt, ich muss noch 2 Level farmen, damit ich hier... Achso, du musst Level farmen? Ich dachte... Ja, natürlich! Ich bin Level 8! Ich dachte, du wolltest zu den Banditen gehen. Ich bin Level 8! Gott, oh Gott, oh Gott. Jemand, der leveln will, ist es nicht wert, beschützt zu werden. Dann nehmen wir aber nicht, nehmen wir bitte aber nicht die Viecher weg vor mir. Achso, du bist ja der Warteschläger. Du hast noch Welten. Jawohl. Da steht da bestimmt gleich noch einer hinter mir. Erwachter Schläger, der Name ist Programm. Hab ich dich jetzt umgehauen, Elias? Ups, scheiße. Was hast du getan? Ich glaube, ich habe Elias umgehauen. Wir haben gemeinsam auf den... Elias, bring ihn um. Auf den Schattenläufer eingeschlagen. War noch im Schlag. Der Schattenläufer war tot und... Du hast mich gekillt, ja, Entschuldigung. Der war noch tatsächlich noch im Schlag gewesen. Ich konnte das Ding nicht zurückziehen, das ist ja das. Ich war dafür, Teamkill hier abzuschalten generell. Das ist scheiße, ist das. Ja, gell, wäre ich auch für. Volltreffer. Warum machen die das nicht? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie zwischen uns steht. Warum läuft ihr zurück, Dark? Keine Ahnung, ich wollte die da jetzt nicht unbedingt so verlassen, aber ich habe keine Ahnung, wer was vorhat. Hey, tut mir leid, dass ich mich gerade hier ein bisschen absetze wieder. Ich muss erstmal leveln gehen. Dann können wir gern hier uns den Sieg holen. Dann können wir uns den Sieg holen. Bestimmt.
Also ich renne auch jetzt nochmal zurück ins Lager, meine letzten 20 Punkte vergeben. Ich brauche jetzt noch ich einen. Ich lasse noch einer gehen dann in den Sumpf. Wir müssen uns wirklich mal mehr mit dem Team hier absprechen. Aber mit allen. Ja, und das ist unser Hauptproblem. Ja, die einen kommen gerade aus dem Sumpf zurück vom Level und die anderen laufen gerade hin. Ich und Kaffee. Oh weia. Was macht der grüne Fokusstein? Geschick geben. Geschick brauche ich nicht. Und grün leuchten. Hm. Das ist wichtig, solange da in meiner Tasche nicht grün leuchtet. Ach so, du erhältst 10 Geschick, jawohl. Ja, Orks geben gut. Ja. Aber da jetzt rein zu rennen, das ist eigentlich bescheuert. Los, Kaffee. Obwohl, das geht. Wo bin ich hier überhaupt? Ja, kein da. Wo kommt denn ihr alle her? Ich glaube, jetzt hat mich der Golem erwischt. Ich habe in der ganzen Runde nicht gesehen, was hier mal los war. Es waren zu viele. Aber dafür bin ich jetzt Level 10. So. Lernen. Quatsch. Quatsch, wie Bibel. Scheiße. Was? Ja. 10.000. So. Ich würde mal ganz kurz eine Pipi-Pause machen. Bin sofort wieder da.
Und Nushief? Oh, die sind alle im Sumpf. Ja, dann lass uns mal. Da würde ich sagen, ja, lass uns mal dahin gehen. Über den Canyon? Nee, besser über WM. Sicher, okay. Oh Gott. Ja, im Canyon bist du die halbe Zeit nur mit Viechern kaputt schießen beschäftigt. Und in der Crawler-Höhle. Ja, schon, aber der Weg ist kürzer. Naja, egal. So, da ist der wieder. So schnell warst du pinkeln. Das sag ich dir doch nicht. Hast du einen Bottich unterm Schreibtisch oder wie? Natürlich. Ich und Dark sind auf dem Weg zum Sumpf. Wo bist du, Jack? Im Lager. Na, dann würde ich sagen, dass du auch mal deinen Arsch zum Sumpf bewegst. Tja, ich werde mir Mühe geben. Schief, also, lass uns dann bei Kurve auf den Jack warten. Ich wäre ja heute diesmal auch dafür, beim Troll mal vorbeizusehen und die Rüstung zu holen. Stimmt, wann spawnt denn der Troll? Okay, planen wir gehen zum Troll. Also ich und Dark warten beim Troll, würde ich sagen. Nee, wir können nicht beim Troll warten. Zu riskant. Riskant? Also ich bin dafür, dass wir uns mit den anderen von unserem Team zusammentun. Warte, ich schreibe. Wir müssen nur mal wissen, wo die sind. Also bei Troll treffen. Das heißt beim Troll. Mhm. Verstehst du? Beim Troll. Entschuldigung, du Grammatikwichtel. Schief, lass uns erstmal hier an der Kurve auf den Jack warten. Na, wenigstens entschuldigt er sich. Schmeckt's? Ja. Hab's gehört. 2,60 hat die Scheiße gekostet. Wieso, was denn? Chips, Pringles. Pringles! Keine ja. Chipsletten? Gibt's überhaupt noch Chips? Chips für die Reichen. Gibt's überhaupt noch Chipsletten? Ich weiß gar nicht. Was gibt's? Chipsletten. Was sind Chipsletten? Das ist das, was heute Pringles sind. Die heißen Stapelchips. Die gibt's noch. Sind da Pringles ohne Marke. Was heißt ohne Marke? No Names, sagt man heute. Das. Chips ohne Geld, ja. Chips für die Hartz-IV-Empfänger. Chipsletten klangen ja auch immer wie sowas, was man sich an die Füße steckt. Ach so ist das. Wenn man heute Pringles isst, dann ist man auf einmal wer, ey? Kennt wenn man keine Stapelchips. Pombeeren. Ja. Noch nie gehört. Ist das was von Magiefeil? Nein. Nein. Da oben stehen Banditen. Ich hoffe, ihr seht die. Ach du Scheiße. Der kriegt dort hoch. Wir haben keinen Schützen. Doch, da schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Doch, die haben auch noch Schützen. Scheiße. Der rennt dort hoch. Ich sehe um die Banditen. Wie trifft er mich? Jack, spiel den Köder. Wieso ich? Lass uns hier abhauen. Du bist ja ein Hütchen. Lass uns erstmal hier abhauen. Alter, wir haben hier echt keine Chance. Jawohl, treffen die. Zuerst mal zuerst, so heißt es. Hä? Wo steht denn hier einer? lasst uns hier unten in der Unterführung zur Kurve warten. Wie weit schießen sie und uns die? Mit den anderen vom Team treffen. Die können mir nicht erzählen, dass die bis hierher erschießen. Doch, oder können die echt? Oder steht... oder Alter. Steht, oder steht weiter unten noch einer? Alter, was schießt mich hier ab? Hier muss da weiter unten auch noch einer stehen. Wir Alter, wir müssen irgendwie zum Troll hochgelangen, aber wie? Indem wir uns erstmal mit allen Leuten vom Team hier treffen.
Ja, und dann, wie gehen wir dann vor? Die schlagen schneller, die schießen weiter, sag mal, langsam kriege ich die kommt mir die Wurst. Ja, ohne Scheiß, die treffen nicht überall. Ja. Ja, sicher trifft er mich von dort oben. Ich kriege ja gar keinen in Fokus, doch jetzt. Ach, einer macht Kamikaze. Alter, die treffen mich. Ah, Fresh Talk bewacht die Treppe. Nur Fresh Talk ganz alleine? Den Hügel, meine ich. Fresh Talk und auch so ein Schütze. Alter, wir haben. Oh, ja, einer macht Suizid. Suizid Squad. Ich wollte eigentlich mal kurz das Bild ein bisschen heller stellen, ja. Oh ja, kann man da hoch? Ach du Scheiße! Fresh Talk hat Kaffee getötet. Hier steht ein lila Fokus. Was macht der lila Fokus? Ach so. Gut, das war jetzt ein bisschen unüberlegt mit dem lila. Wenn ich da hochkommen würde mit dem Vieh. Das ganze Team ist von mir da gesplittet. Ja. Ah, Friedrich. Ist dem Deathmatch beigetreten. Los. Ist hier unten irgendwo noch einer oder nicht? Nee, hopp. Das Ding kann doch nicht mal springen. Die Viecher wollen auch mal stärker reiner sein. Waren. Miyuki. Ich grüße dich. Was? Nein? Wen grüßt du? Keine Ahnung, wer das ist. Miyuki. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Ach so, deine Schwester. Ja. Psst. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich sag mal einfach nein. So, wo ist der Rest von der ganzen Bande? Ach du Scheiße. Alle Zigeuner sind bei der Kurve. Und der eine hat einen Speedtrank. Ja, moin. Woher weiß er das? Wer ist das überhaupt? Das ist schief. Das ist schief nicht. Die schiefe Platine. Wollen wir uns mal sammeln oder wollen wir einzeln losziehen? Wir versammeln uns schon vorm Lager. Das ist schief. Nee, tun wir nicht. Das ist schief. Plaplatin von hier Star Wars. Hier Arno Dübel, Snoke und ja, gucken die an. El Bandi. Ja, er steht vor mir. Den laufe ich gerade nach. Sind gleich an der Kurve. So. Gucken die an. Ja, F geht nicht. Das ist schief, hier. So, genau so sieht er aus. Ja, und genauso benimmt er sich immer mit dem Getanze. Ja, genau.
Muss eben noch Punkte sammeln. Du bist die Prinzessin Leia. Ja, Miyuki. Nein, du. Ich bin keine Prinzessin. Doch, bist du. Das halte ich für ein Gerücht, das fasse ich als persönliche Beleidigung auf. Die Carrie Fisher ist hübsch. War naja. Hübsch. Ja, war hübsch. Gut, in späteren Jahren, naja, gut, da war sie älter, aber. Was aber, du hast du. Wusstest du, dass Carrie Fisher bei den Dreharbeiten von Episode 4 kein BH trug? Sagt dann George Lucas so. Du weißt doch, dass ihre Frisur in Wahrheit auch nur Kopfhörer sind. Ja. Aber das war bei Prinzessin Vespa. Die Schneckenohren nenne ich die immer. Ja, kennst du Prinzessin Vespa? Nö, das ist Leia. Das ist die Parodie auf Leia. Die sitzt auch so in ihrem Flugapparator drin mit solchen Zöpfen. Auf einmal nimmt die ab, da sind das Kopfhörer. Ach so. Ja. Wo die Dotti, das ist eine weibliche Version von 3C3PO. Und er sagt, könnt ihr das Ding nicht mal abnehmen? Auf einmal packt die so an die Zöpfe mal, und wartet Kopfhörer mal ab. Hier auf die anderen, damit wir mal zusammen alle kommen. Ja. Schrecklich. Die waren nämlich hier, die ganzen Banditen an der Kurve. Und in der Überzahl, glaube ich, noch. Die sind immer Und die zwei Vögel laufen jetzt vor. Obwohl, drei von uns sind Richtung WM. Der eine Vogel davon bin ich, aber danke der Nachfrage. Friedrich hat Level 3 erreicht. Das ist Friedrich. Er war auch ab und zu meinem DM dabei. Guck mal, Miyuki Albani spielt mit. Lass uns mal weiter. Und Arno Dübel. Ein schrecklich netter Haufen Piraten. Seit 30 Jahren obdachlos, hat riesen Party gemacht. Ja. Ist irgendwas mit 60 da an, Arno. Ist ihm alles viel zu anstrengend, meint er. Und das Amt kann ihn nicht zwingen zu arbeiten, weil er anscheinend eine Krankheit hat. Die können lieber Kelly Bundy herschicken, aber sie ist ein bisschen. Und solche Menschen eher leben auf Kosten vom Staat. Die können Kelly Bundy herschicken, aber sie ist ein wenig in die Jahre gekommen. Deswegen fiel mein Auge sofort auf ihre 30 Jahre jüngere Tochter. Ich weiß, da warten schon zwei Kollegen. Und das ist Nila Fokustein. Nimm doch. Ah, mein Crawler drauf an. Wenn du mich anlutschst, kann ich mich heilen. Wenn ich dich anlutsche, kannst du dich nicht heilen. Ich war vorsichtig. Der betet zu mir, der Schief. Das schief, ja. Alarm! Geh vor mit deinem Crawler und mach dich nützlich. Mir ist einfach jemandem aufgefallen, die Banditen haben sogar blaue Haare. Oh, ich hab kein Leben, heilige Scheiße. Jetzt backt das Spiel rum. Was jetzt? Jetzt steht das Spiel still. Ich wollte gerade Asgil hier von seinem kümmerlichen Dasein befreien und jetzt steht das Spiel still. Habt ihr das auch? Nee. Nee. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Malocha, Malocha. Da wollte ich mir gerade mal einen Kill holen und dann so eine Scheiße. Meine KD ist gerade auch so komplett scheiße für den Arsch. Elf Tode. So was hatte ich bisher noch nie.
So, wer weiß, was jetzt mit meinen Männchen passiert oder was dort steht. Die haben die bestimmt schon abgeschlachtet. Wir treffen uns oben bei dem Holzfäller auf dem Hügel da. Kommt ihr euch hinterher gerannt? Gib mal ein bisschen eine Zwischenstandsmeldung. Ich und Dark sind beim Holzfällerlager. Ja, sind die Banditen tot? Kommen die euch hinterher? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Nun lasst ihr doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Ach, die gehen jetzt dahin, dann gehe ich jetzt auch dahin. So, wo bin ich jetzt? Ich wollte mir gerade den Fernkämpfer hier holen und natürlich ist scheiße gewesen. Jawohl. Was? Hä, sorry, wieso sorry? Bist. Kann man da hoch? Wo? Oh. Auf so einem Berg. Was? Was am Zahl? Was ist los? Worum geht's jetzt gerade? Um Arno. Ja. Wie ist jetzt der Plan? Piraten 75 lassen oder erhöhen? Also lassen. Ja, bitte. Naja, oder auf 60 stellen, damit wir schnell erlöst sind. Ja. So, wo sind jetzt alle schon wieder? Wir sind jetzt alle irgendwie bei Kurve. Ich meine, ich habe doch hier eine Karte. Zwei sind im Lager, einer davon müsste ich sein. Ich komme mal hinterher gedackelt. Ist die Miyuki noch da? Jetzt kommt ja die Antwort. Nein. Deine Schwester macht gerade Pfannkuchen. Nein. Ja, so irgendwie. Malst du mir ein Bild? Von 10 nackten Friseuse. Ach, Herr je. Was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. Wieso sollte ich Pfannkuchen machen? Mach lieber Krapfen. Nein. Ja, Krapfen heißen die. Krapfen. So verrückt kann auch nie die Bayern sein. Alter. Bei mir in Baden-Württemberg heißen ja auch Krapfen. Ist aber eine bayerische Erfindung, schätze ich mal. Wo die Bayern sind so fest. Was weiß ich. Die Bayern gehören noch nicht mal zu Deutschland. Die kann man noch Berliner nennen. Die Bayern kannst du doch nicht Berliner nennen. Wie bist du denn drauf? Ich meine, die Krapfen kann man noch Berliner nennen. Nein. Natürlich. Nein. Doch, kann man. Jack, Alter. Hör auf, das zu leugnen. Lass mich in Ruhe. Wo seid ihr denn jetzt alle schon wieder hingerannt? Ah, Richtung WM. Ich
guck mal auf die Karte davon. Okay. Passiert hier gar nichts. Ich esse keine Menschen aus Berlin, ich auch nicht. Zart wie Wiener, knackig wie Frankfurter und stark wie Bockwürste. Ich frage mich, wie wir von Bockwürste leben. Gray, ich grüße dich. Er sagt keinen Ton, auf einmal ist er da. Das sind keine Pfannkuchen, das sind Berliner oder Krapfen. Berliner Pfannkuchen, Krapfen habe ich aber erfahren. Nein, keine Pfannkuchen. Natürlich Pfannkuchen. Nö. Ja, im Begriff akzeptiere ich nicht. Oh, jetzt dachte ich. Guckt euch das an, weißer Körper und brauner Kopf. Russland oder die Bananenrepublik. Ja. Weißer Körper, schwarzer Kopf. Das ist so, als wenn Michael Jackson nach dem Kopf das Geld ausgegangen wäre damals. Nach dem Körper. Für den Kopf das Geld nicht mehr gereicht hätte, um sich weiß zu machen. Ich bin seit 7:59 da. 7:59. Du bist lustig. Ist gerade eine Planung. 7:59. Wir halten fest, Gray hat keine 12-Stunden-Anzeige. Und sagte sogar mal. Auf zum Dämon. Oi. Ja, ich glaube, da war ich noch beschäftigt hier mit organisatorischen Dingen. Was zum Dämon? Wohin? Warte, Karte. Nein, das ist in Ordnung. Jetzt hat er es schnell umgestellt. Ach, sein regionaler Begriff. Krapfen akzeptiert er. Aber dass wir das Pfannkuchen nennen, nicht. Ja, das ist schief. Das ist ja. Miyuki, da musst du noch ein Nachsehen mit dem haben. Genau, welche lästern. Der Schief lästert immer nur. Ja, das ist richtiges Lästerschwein. Oder kein Leben. Weil ich 12 Stunden. Weil ich 12 Stunden warte. Okay. Ich muss gar nichts. Oh doch, du musst. Jo, welcher bin ich jetzt? Sind die anderen? Oh, andere Richtung. Da. Das ist bloß, man selber wird angezeigt. Ja, aber es wäre schön, wenn man selber jetzt andersfarbig oder sowas aufleuchtet. Dass man sich von den anderen auf der Karte unterscheiden kann. Ja, aber man weiß doch selber, wo man ist. Ja, oh Scheiße. Ach du Scheiße, ist die ganze Bande, wir haben keine Chance. Natürlich. Ich hab das Orte. Ja, Elias hat das Orte, genau. Ich muss mal hier ein bisschen weiter wegzoomen. Ein bisschen weiter wegzoomen. Wieso. Oh. Rückzug. Wieso können schon wieder drei Leute hier auf mich einschlagen? Wo ist denn unsere Bande? Werden verfolgt, Alter. Ja, Alter. Alter, diese Zigeunerbande. Und wieder aus, sie ist Löcher in den Hosen. Och nö, verschwinde. Hä? Was ist das denn? Natürlich. Ah, bist du nicht tot. Jemand hat gerade ganz witzig den Baumstamm dort angemalt und auf einmal war er wieder normal. Boah, 12 Tode. Peinlich. Gibt Krapfen. Wer heute verliert, kriegt als Trostpreis einen Beutel Krapfen. Wer gewinnt, kriegt als Siegerprämie einen Beutel Pfannkuchen. Und die nur zusehen, bekommen einen Beutel Berliner. Hätten wir das auch geklärt. Aber die Piraten können gar nicht verlieren. Wenn, dann verliert er Sumpflager. Ja, die Sieger der Herzen. Die haben nämlich immer noch keinen Kill. Das ist richtig. Ah, die armen Sektis.
klar, die können den Blockbug immer machen, aber wenn es ein Pirat macht, macht nach 2 Sekunden tot. Ja, irgendwie spielen die sowieso komisch. Hm. Rückzug. Zu viert gegen 4. 4 gegen 4? Schaffen wir. Nee, 5. Wie wär's mit einem Beutel Gold? Nein. Gold ist wertlos. Das Gold brauche ich selber. Die Krapfen habe ich geschenkt gekriegt. Ach Dusch. Die feige Bande rettet sich hoch und ich muss hier unten hier. Na komm. Was wollt ihr da oben? Zeig Kills dann noch, dann ist es vorbei, dann geht's weiter mit Kills. Wir kommen noch eine Runde. Scheiße! Schief hat noch 9 Kills. Der erwachte Schläger hat einen Kills. Nifo. Ach du Scheiße. Ich renn mal lieber nicht da raus. Von uns ist die Hälfte tot. Die sind bestimmt alle im Lager. Ja. Yep. Kaffee. Ach nee, schief. Ich dachte, es ist Kaffee, dabei war es bloß der Schief. Eine Enttäuschung, oder? Ja, aber sowas, sowas von. Oder Freundchen. Jetzt muss ich wieder einen Heiltrank verschwenden wegen dir. Nicht wegen dir auch. Ich hab mich nur verteidigt. Du hast mich vorhin diffamiert. Ah. Alarm! Hey, Mensch, nimm doch mal den Fresh. Ja, aber ich krieg nur El Bandi vor die Nase. Immer kriegt Elias den Kill. Kuckuck, Maximus, ich grüße dich. Wie war's mit. Nee. Da will man dem Grey was Gutes tun und ihm ein paar Krapfen oder sowas geben und der will noch Gold. Wie war das bei Gorgalom? Hier, das soll ein Gier nach Gold stillen. Oder? Nee, Quatsch, nach Erz war das ja dort. Wer nimmt schon Erz als Zahlungsmittel? Oh, wo haut ihn alle über den Canyon? Ach du Scheiße. Über den Canyon. Bogen holen, den magischen vom Skelettlord oder so. Oder so. Friedrich. Geiser Friedrich. Krapfen nenne ich das nicht. Klang mir zu sehr nach Krapfen. Was war das? Wie sagt man in eurer Ecke? Na gut, Baden-Württemberg. Aber das FIFA gesagt, ist auch Krapfen. Wir sind und bleiben das Pfannkuchen. Perfekt.
klopfen. Orks. Immer wieder die Orks. Keine Ahnung, das kommt vermutlich immer darauf an, in der Landeshauptstadt und in deren Metropolregion. Wozu auch dieses Örtchen hier zählt, wird es als Berliner verkauft. Und so sagt man es. Wo seid ihr gerade? Okay, Gray. Seid ihr im Tempel? Die sind im Canyon Tempel. Ich stehe davor und guck raus, ob die Banditen wegbleiben. Achso. Hier liegt ein magischer Bogen, oder? Kann das sein? So, bin mal wieder weg. Viel Spaß euch noch. Ja, dir auch viel Spaß noch beim Bildermalen. Ich mal immer nur Bilder. Nee, alles gut. Und ich wünsche dir einen schönen ersten Advent. Damki. Nee, du hast Damli. Damle. Damle. Was ist Damle? Sie hat Damle geschrieben. Ja, ja. Begreife ich nicht. Kenne ich nicht. Wenn das ein Insider ist, dann kenne ich nicht. Oh. Hey, nicht Vogel wünschen. Sowas bricht Unglück. Das habe ich ihm auch gesagt. Jetzt fängt die genauso an. Das wünscht man sich immer schon vorher. Tut man nicht? Natürlich. Oder sagst du am 20. Dezember auch frohe Weihnachten? Ja, natürlich. Ja, genau. Da sagt man sich immer frohe Weihnachten, frohes Fest in der Weihnachtszeit. Das ist immer schon so gewesen. Du sagst doch nicht frohe Weihnachten am 20. Dezember zum Beispiel. Nicht vor Heiligabend. Da sag ich auch nie wieder ein schönes Wochenende zu irgendjemandem. Am Freitag. Ja, dann sagst du eben nicht so. Das bringt Unglück. Oh, Weihnachten sagt man eigentlich. Ansonsten sagt man schöne gesamten Weihnachten. Oh, scheiße, die kommen. Ja, siehst du, Miyuki, sag ich dir doch. Und ich renn voll in die falsche Richtung wegen den scheiß Guppi. Ach, der hat einen Speedtrank. Perfekt, Dandolo's tot. Dandolo. Der war sehr hilfreich hier bei Odyssey, der Dandolo. Stück Scheiße. Der ist auch im Banditenlager hilfreich. Oh mein Gott, jetzt geht hier die Hochglauberei los. So, bin ich jetzt mal weg. Ach, wieder Feiger ist Affäre ziehen, Miyuki. Ja, das ist schon klar. Ja. Komm, dann. Bleib doch. Kaffee hat den Server verlassen. Ich glaube, Kaffee hat ich. War jetzt durch? Naja, die Runde ist zu Ende. Ja, jetzt habe ich nicht gesehen, dass hier Sieg da stand für uns. Gewonnen, warte mal, doch nicht. Sieg. So. Heil. So, was denn dann switchen wir dann gleich um auf Dings, auf. Genau. So, ich würde den Stream jetzt mal kurz unterbrechen und dann direkt auf Kill the King umschalten. So. Dann gehen wir erstmal runter hier. Lockout in 5 Sekunden. Ja, immer noch. So. Na dann, so geht's wie gesagt jetzt weiter gleich mit Kill the King. Eine Runde. Bin mal gespannt, wie alles da bleibt. Dann hoffe ich, ihr bleibt dabei. Und wir sehen uns gleich wieder für alle anderen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Morgen Odyssey. Montag, Dienstag auch. Freitag, Mittwoch wieder Klassiko Rinnes. Damit Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Und für alle, die dranbleiben, bis gleich.